Willkommen zu einem neuen supergeilen Let's Play. Willkommen zum besten COD aller Zeiten. Die Rede ist natürlich von Call of Duty AW. AW ist das Beste, zumindest in der Kampagne für mich persönlich. Und ich wollte es mal auf dem PC spielen. Ich habe damals nur die Konsolenversion gespielt. Und ich war sehr überrascht, wie viele Einstellungsoptionen es für die Grafik hier auf dem PC gibt. Also, wir starten jetzt gemeinsam dieses wunderbare Spiel in der Kampagne. Es hat eine sehr, sehr geile Story und wirklich hervorragende Cutscenes. Und wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt, ja, dann lasst doch einfach eine Bewertung da. Ich würde mich freuen und ich habe mega Bock auf dieses Spiel. Auf geht's! Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jeder erdenklichen Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich waren das die Marines. Ich hatte mich mit meinem besten Freund Will 6 Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja, ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay. Herhören. Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr es gelernt habt. Seid ihr alle im Bilde? Weiß jeder, wohin es geht? Hurra! Alle Mann bereit? Hurra! Dann los! Mitchell, Irons, geht vor! Los geht's. Nordkorea überfiel Seoul. Wir mussten sie zurückschlagen. Das war nicht nur eine Mission. Es war unsere Initiation. Badger 01 in Bereitschaft. Alle Kapseln einsatzbereit. Landung im Planfahrer 3159. Wiederhole 3159. Überprüft und verifiziert. Achtung, Fallkontakt. Alle Mann festhalten. Es geht los. Ganz wie im Training, Mitchell. Hey! Seh dich auf der anderen Seite! Spaceman! Schwerer Feindbeschuss in unserem Landevektor! Festhalten! Mitchell! Das Schott schließen! Komm schon, Mitchell! Jetzt! Mitchell, jetzt! Landepunkt zurückgesetzt. Scheiße! Achtung! Bist du noch am Leben? Mitchell! Die Tür! Leute.
zum Boden runter und zu Sprengteam 1 stoßen. Ja, Sir. Leute, ich persönlich find's mega, mega geil. Ich weiß nicht, das war mein absolutes Lieblings-Call of Duty. Black Ops 1 und dieses Spiel hier haben mir wirklich in der Kampagne am allermeisten Spaß gemacht. Ich fand die Inszenierung einfach so geil. Aber eine Sache gibt's, und zwar keine Untertitel. Es gibt aus irgendeinem Grund keine Untertitel. Ich weiß nicht warum. Ich habe alles durchsucht. Kontakt, Kontakt! Auf geht's! Auch dieses Gunplay-Gefühl in dem Spiel fand ich extrem gut. Ich finde, das war genau diese perfekte Mischung. Diese perfekte Mischung aus Sci-Fi und eben Realismus. Haben wir Platz. Wir müssen runterspringen. Macht eure Booster bereit. Denkt dran. Kontrolliert mit kurzen Schieben den Fall. Wow, wow, wow. Alter, geil. Einfach nur geil. Ich liebe dieses Spiel. Der Kommandoposten sollte da vorne sein. Und es ist auch richtig gut vertont. Also auch die Stimmen und so und die Schauspieler und... keine Ahnung. Ich frag mich, warum das so gefloppt ist. Auch der Zombie-Modus war richtig gut. Ich habe den Zombie-Modus extrem gerne gespielt. Und ich finde auch optisch, das sieht heute noch richtig gut aus. Das Spiel ist schon wieder 6 Jahre alt. Venture-Trupp 227 geben Sprengteam 1 Unterstützung. Die sind schon abgerückt. Dachten, ihr wärt tot. Wie ist deren Position? 2 Kilometer nordwestlich. Planquadrat 775. Okay, wir rücken ab. Venture 01, Achtung. Wir orten einen Drohnenschwarm auf dem Weg. Leider gibt es wieder auch nur einen Regler. Haltet die Augen offen. Für den Ton. Also alles ist wieder ein Regler. Richtig ätzend. Ich hasse das. Warum kriegt das COD nicht mal hin? Wir sollten das doch mittlerweile mal checken. Auch wenn ich jetzt keine Let's Plays aufnehmen würde, ist es trotzdem ätzend, wenn Stimmen untergehen in heftigen Explosionen. Man will ja hören, was die Leute sagen, oder? Alter, wie ist der eben gerade weggeflogen? Der kleine Froschmann. Es fühlt sich einfach extrem geil an. Und ich spiele mit Controller. Das Aim ist irgendwie saugut für Controller, finde ich. Wow, 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 ich hab eine Autotür. Ich warne euch. Autotüren sind die natürlichen Feinde vor... Jemand anders geschützt! Drohnen! Hey, hey, hey! Bam, rein in die Drohnen. Komm schon, komm schon. Wow, wow. Haltet die Drohnen von uns fern. Wir brauchen Zeit, bis der EMP geladen ist. Alter, so ein Drohnenschwarm ist schon wirklich krank, oder? Ich will keine Erfassung. Keine Sorge, Jungs, ich rotz die Dinger weg. Überhitzen, überhitzen, überhitzen. EMP bei 50%. Hey, Sarge, wir haben nicht mehr wirklich viel Zeit. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wo sind sie? Soldat. Oh, knappes Ding. Knappes, knappes Ding. Mitchell, hier drüben. Setz die Booster ein. Ich finde auch hier den Exosuit irgendwie extrem nice. Das war das Spiel, wo sie damit angefangen haben, es aber nicht übertrieben haben. Los, los! Wir müssen durch dieses Hotel. Zum Beispiel die Kampagne von Black Ops 3, die hat mir... ja, irgendwie gar nicht gefallen. Sie war in Ordnung so, um sie einmal durchzuspielen. Aber im Vergleich zu anderen Kampagnen, ganz ehrlich, Black Ops 3 war mir einfach zu viel. War mir viel zu drüber. Da seilen sich welche ab. Klingt ein bisschen so wie Toilettenfachjargon. Auf dem Klo seilen welche rum. Granaten haben wir auch. Ich weiß gar nicht, wie übel sind die hier mit Granaten. Ah, da fliegen schon welche, glaube ich. Koreaner von oben! Es sind so viele. Es sind so verdammt viele. Haut raus, was geht, Jungs? No, 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 no. Was haben wir hier? Einmal so ein Baby. Oh, nice.
Ja, ich habe die ganzen Gadgets gar nicht mehr so drauf. Alter, Alter. Alter. Hier gab es doch diese ganz coolen abgedrehten Granaten, die man auch aus dem Zombie-Modus kennt. Ich glaube, die gab es auch in der Kampagne. Zum Beispiel die, die so Zielsuchfunktionen haben. Die waren ziemlich gill. Zweitwaffe. Eine Atlas. Nice. Wir müssen rüber auf die andere Seite. Booster bereit machen. Okay, wir können schweben. Wow, nice. Keiner bleibt zurück. Ist nicht wie in der Grundausbildung, was, Mitchell? Naja, geht. Die ganze Stadt ist am Arsch. Die Scheiße da sichern. Weitergehen. Das ist schon ein bisschen wie in der Grundausbildung. Springen, gleiten, gleiten, springen. Und hier drüben gibt's Moccacinos. Warte mal, gab's hier eigentlich irgendwelche Aufklärungsdaten? Ich weiß gar nicht, ob man hier was sammeln konnte. Hellockwerfer, direkt voraus! Das ist unser Ziel. Wir müssen unser Sprengteam finden. Sie haben die ganze Straße zerlegt. Der Havoc-Werfer. Die Nordkoreaner schalten damit wichtige Straßen aus. Wir müssen um dieses Loch herum, um in den Handelsdistrikt zu gelangen. Ich habe das Interface auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Sprengteam 1, hier Badger 01. Seid ihr da? Over. Verstanden, wir empfangen. Rücken zu Fuß vor. Ankunft in 15 Minuten. Verstanden, wir befestigen unsere Position. Over. Okay, beeilen wir uns, Badger Team. Drohnen! Ich bin voll der Übermensch! Oh nein, die haben Drohnen. Achtung! Hup. Ah, das ist die Granate. Das ist diese coole, funky Grenade. Tja, in der Zukunft willst du keinen Krieg führen. Weil deine Überlebenschancen gleich null. Also Granaten, was willst du tun? Was willst du tun, Alter? Sicher! Sicher! Immerhin vorausschicken. Der kann das Schlimmste an abfangen. Bulldog, nehme ich mal mit. Setzen Rauch ein. Warngranate werfen. Warngranate heißt das Ding. Let's go. Und boom. Alter, diese Zielsuchgranaten sind richtig, richtig geil. Die Knarre hier ist auch nicht übel. Hey yo. Korea Man. Sicher. Gehst du down, Bruder? Gehst du down? In Korea ist immer alles so schick, oder? Immer alles so schön beleuchtet und futuristisch, auch im heutigen Korea. Südkorea. Scheiße. Die Bastarde haben sie alle getötet. Konzentration. Wir können jetzt nichts mehr für sie tun. Und hier unten ist Aqua de Coreano. Propaganda. Koreanische Mitchell, Propaganda. Mach überall. Das Tor auf. Ich will so einen Anzug. Blau, blau! Identifizieren. Atlas PMC Rettungseinheit. Wir transportieren ein Ziel. Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum. Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl. Verstanden. Viel Glück. Also los! Mir nach! Atlas, Will, ist das nicht der Laden deines Vaters? Yep. Die haben die beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Wollte meinem Land dienen, nicht meinem alten. Schluss jetzt. Da vorne bewegt sich was. Patrouille, ausschalten. Moment. Moment, Moment, Moment. Jetzt. Die armen Schweine haben keine Ahnung, ha? Huh? Tja, ich wollte auch nie meinem Alten dienen. Aber auch nicht meinem Land. Also, ich will niemandem dienen. Ich bin nicht so der Diener-Typ. Ey, what? Lass mal da reingehen. Wow, 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 wow. War Call of Duty Black Ops... Au! Holy shit! War Call of Duty Black Ops 3 nicht das Call of Duty mit der langen Kampagne? Irgendeins haben sie doch irgendwie dann... richtig in die Länge gezogen. Ich weiß nicht. Irgendeins war doch länger als die anderen. Nicht jetzt wahnsinnig lang, aber so 2-3 Stunden.
Beim Schnitt gehen die Kampagnen ja immer 5 Stunden. 4 bis 5 Stunden. Was echt wenig ist. Ich frag mich immer, wie GameStar auf die 7 Stunden kommt. Ey, 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 ey. Mach mal so ein Ding raus. Tja. Polstermöbel sind keine Deckung. Kann man die Flaschen jetzt erschießen? Oh yes, das ist ein gutes Spiel. Oh verflucht, hier drüben sind ja noch super viele Dudes. Kümmere mich, kümmere mich, kümmere mich. Können wir das Baby hier benutzen? Das wäre ziemlich schnieke. Guter oder böser? Guter. Alles klar, ich würde mal sagen, wir haben gewonnen. Packen wir hier noch in die Kiste rein. Und wir hier schön die Taschen voll machen. Ach, da oben ist auch noch einer. Sprengteam 1, bitte komm. Wir müssen weiter. Klar müssen wir weiter. No, 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 no. Flash die Granate auf? Weil die hatte so einen extrem hellen Blitz. Ich weiß es gar nicht. Ob die Gegner da auch ganz kurz geflasht werden durch das Ding. Ich will so einen Anzug. Ich würde nie wieder laufen. Ich würde nur noch schweben. Sushi Fushi hier drin. Ich sag ja, das ist alles so elegant. Wir müssen das Sprengteam finden. Mitchell, hier rüber. Hier ist der Havoc-Werfer. Das Sprengteam sollte in der Nähe sein. Hier drüben. Scheiße. Sie sind tot. Okay, okay. Ich sehe Ihre Sprengsätze. Wir können das noch durchziehen. Sir, wir sind kein Sprengteam. Sind wir nicht. Aber wenn wir auf ein anderes Sprengteam warten, geht dieser Werfer in Position. Ich hol die Ladungen. Gib mir Deckung. Bist du sicher, Will? Ja, ich schaff das. Okay. Mitchell, du gehst mit 1. Nimm diese Drohnenausrüstung. Wir decken dich. Legen wir los. Hurra! Machen wir hier kein Hurra? Na dann, let's go. Erstmal den da oben holen, ne? Ich liebe diese Granaten. Ich liebe sie. Sind einfach spritzig, die Dinger. Sind einfach sau spritzig. Achtung, Vorsicht, ich zieh durch. Der Werfer ist schwer gepanzert. Ihr müsst einen Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen. Wow, 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 hier drüben, hier drüben. Ich bin schwer verletzt, Moment! Oh Gott, ich muss erstmal hier ein bisschen Lebensenergie zurückgewinnen. Alter, ich komme hier nie wieder raus, oder? Ah, der ist noch am Leben, der Dude. Der ist noch am Leben. Das Team ist tot. Wir versuchen die Mission selbst abzuschließen. Bin dran, Jungs. Bin dran. Oh nein, die haben wieder diese widerlichen Drohnen. Easy. Alter, die Drohnen hauen ja böse rein. What the? Achtung, Vorsicht. Das sind ja noch 2. Weiter Feuer, Mitchell. Wir haben's fast geschafft. Ihr könnt gerne auch was töten, ne, Jungs? Also,
So. Ich nutze dieses Baby hier. Alter, Granaten sind einfach gut. Granaten sind einfach scheiße gut. Okay, Bro. Let's go. Ziehen wir den Shit hier durch. Mitchell, hier rüber. Die Ladung. Oh nein, nein, nein. Das war so klar. Hack ihm die Hand ab. Mein Arm ist gebrochen. Scheiße, wie? Los, zieh. Scheiße. Schäle dich nicht um den Timer. Noch einmal. Zieh. Wir heben ab. Du musst weg. Los. Mitchell, wir haben keine Zeit. Du musst springen. Jetzt. Verdammter Bastard! Au. Mitchell! Mitchell! Spaceman! Badger 2 hat's erwischt, ich brauche einen Rettungstransport! Einen Moment. Ja. Schön durchhalten. Alles wird gut. Ja. Wir bringen dich heim. Können wir den nicht eintüten? Ich hätte den ganz gerne. Naja, der ist weg. Tja, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewertung dalassen, bis zum nächsten Mal und tschüss!